Freunde, hallo und Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf eurem absoluten Lieblingskanal für 360 Grad Unterhaltung. Wir haben einen Zuschauervorschlag bekommen. Bei uns auf unserem Discord könnt ihr nämlich Videos einreichen, auf die wir reagieren. Einer davon war das hier: Pommes Flatrate im Atomkraftwerk Wunderland Kalkar-Reportage, Rideout.de. Ich bin sehr gespannt, weil erstens Atomkraftwerk und Vergnügungspark für mich jetzt erstmal nicht so zusammenpassen. Aber die Pommes Flatrate kriegt mich auf jeden Fall. Mir bleibt nichts anderes zu sagen als hit me, baby, one more time. Okay. Hey, mein Name ist Namek vom Coaster Magazin Rideout. Wir sind heute im Wunderland Kalkar für euch unterwegs. Namek? Erstmal geiler Nachname. Er heißt wie zwei Anime-Charaktere. Ja, hätte man das K auch einfach weglassen können, ne? Wäre schon irgendwie witzig. Aber kleiner Tipp an Rideout: mega cooles Intro. Gebt uns das nächste Mal 5 Sekunden mehr, damit wir den Drop noch kurz genießen können. Jetzt ist es so, die Energie ist aber hier und dann ist super abgebrochen und sonst nehmen wir die Energie mit rein. Aber guter Start, mega. Ja. Was dieser Pommes Dutzenden Hotels, aber auch einem alten Atomkraftwerk zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt bei uns. Und die Mucke im Hintergrund hat sich damit gerade nicht so gut vertragen. Auf dem ca. 19 Hektar großen Gelände des Wunderlands Kalkars bekommen die Besucher ein Gesamtpaket, welches sie so schnell kein zweites Mal finden. Insgesamt 6 Hotelgebäude mit ungefähr 1000 Betten, 3 Restaurants. Digga, das Ding muss ja riesig sein. Habt ihr davon jemals gehört? 19 Hektar? Noch nie. Ich hab davon noch nie gehört. Aber wie episch Same. Das alles. Krass. Voll. Da war mir nicht klar, dass es was gibt. Auch dieser ganz typische, also dieser typische innenarchitektonische Schick, den sie da irgendwie gewahrt haben. Ja, total geil. Ja. Bars, Messe- und Kongresshallen in allen Größen sowie der Familienfreizeitpark Kernis Familienpark sind auf der Fläche des ehemaligen Atomkraftwerks zu finden. Wir haben uns mit dem Geschäftsführer getroffen und mit ihm ein wenig... Sorry, ich raff jetzt erst Kerni. Ach, Kerni? Wirklich? Ja, Kernis Familienpark, ich bin ja völlig raus. Über das Wunderland gesprochen. Mein Name ist Hans-Groth Obing und ich bin Geschäftsführer vom Kernwasser Wunderland Freizeit. Digga, das ist doch das ganze Video ist ein großer Joke. Der Typ heißt nicht wirklich Nami Luffy und er heißt Groot. Ja. Hahn Groot. Digga, der Nächste, der Obing. Da kommt und zwei popkulturelle Namen hat, sorry, dann bin ich raus. Dann ist das alles ein großer Joke hier. For real? Digga, Kernwasser Wunderland Freizeitpark ist halt einfach hart. Freizeitpark GmbH. Wir sind hier in Kalkar, im Freizeitpark vom Wunderland Kalkar eigentlich. Kalkar am Niederrhein. Sehr schöne Ecke vom Niederrhein, wo wir hier sind. Wir sind auf ein ehemaliges Kraftwerkgelände, was in 1972 hat man vor, um hier ein großes Kraftwerk zu bauen, der schnellen Brüter. War ein Projekt von 3 Ländern, Deutschland, Holland und Belgien. Der Bau sollte dauern bis ungefähr 76. Ein natriumgekühlter Schnellbrutreaktor klingt wie etwas, was straight aus Resident Evil kommt, finde ich. Mm. Irgendwie so ein bisschen. Geil, unser Cutter Mike schreibt gerade, bester Mann schreibt gerade, als Kind war er da gefühlt 100 Mal. Ganz viele im Chat auch geschrieben, so dieser Park ist meine Kindheit. Und ich habe davon, es ist immer voll so. Krass. Wir kannten ja auch, hier Tripsdrill kannten wir ja nicht, ne? Ja, ging ja auch irgendwie uns vorbei, ist krass. 70 bis 78, durch die verschiedenen Demonstrationen, die es gab, hat das etwas länger gedauert. Etwa eigentlich bis 86, bis dann die definitive Entscheidung kam, okay, das Kraftwerk geht nicht am Netz. Es hat damals 4 Milliarden Mark kosten sollte. Dass es länger gedauert hat, hat es insgesamt 8 Milliarden Mark gekostet. Also 4 Milliarden Euro. Für diesen 4 Milliarden Euro, habe ich mir erzählen lassen, kann man heutzutage ein ganzes Dorf bauen. Und das alles steht eigentlich hier in dieser Fläche, wo wir jetzt sind. Hat man versucht, das ganze Gelände zu verkaufen. Bis in 96 oder Ende 95 war das ein holländischer Investor, der Herr van der Mos kam. Und der hat gesagt, hey, ich kann etwas damit, weil ich habe verschiedene Betriebe in Holland. Der van der Mos hat sich eigentlich eigen gemacht, um von alten Gebäuden, Krankenhäusern, Kartoffelfabrik, all diese Sachen, um die umzubauen und geeignet zu machen für Gastronomie. Alles Freizeitparks geworden übrigens. Und sein, weirdly specific gerade mit Krankenhaus und Kartoffelfabrik. Da kann man witzig. Kartoffelfabrik übrigens ist ein Krankenhaus, wo ausschließlich Deutsche geboren werden. Wait a second, Jungs. Krankenhaus, Kartoffelfabrik. Ja.
Atomkraftwerk Freizeitpark mit Pommes Flatrate? Bin ich der Einzige, der es sieht? Die arbeiten alle zusammen. Die arbeiten Hand in Hand, Alter. Ja, Mann. Das kann kein Zufall sein. Nee. Das ist richtig gut. Die Kartoffelfabrik liefert für die Pommes und die werden alle fettleibig und verstrahlt und müssen dann ins Krankenhaus. Nein. Nee? Krankenhaus ist der erste Abschnitt. Menschen sterben, werden in der Kartoffelfabrik verarbeitet. Pommes Flatrate im Atomkraftwerklager. Jetzt ist Quatsch. Okay, den fand ich jetzt ein bisschen dafür wild. Dafür, Olli, gibt es doch die Marktklößchen. Kaum seine Vision war, um hier ein Gebäude umzubauen und all seine Betriebe, die er in Holland hat, alles das zusammenzunehmen und hier auf eine Stelle zu machen. Und so hat er das in 96 gekauft und seit 96 sind wir auch eigentlich am Umbauen. Was haben wir gemacht? Wir haben, 2000 Bäume und Pflanzen hingesetzt und dass es mehr grün wird in Zukunft. Und das sieht man heutzutage auch. Ja, wir haben bestimmte Reverse Gebäude, Elon wie Musk. Den schönen Kühlturm, haben wir angestrichen. Und wir haben gesagt, das ist unser Gebiet. Wie stellen wir Fahrgeschäfte hin, sodass schöne Straßen entstehen, sodass Leute Platz haben, um zu laufen. So haben wir eigentlich das Gebäude und den ganzen Area eingeteilt mit Fahrgeschäften und mit Gastronomie-Sachen. Aber wichtig darin, die Gebäude, die da waren, die benutzen wir. Und die haben wir auch alle benutzt. Das sind jetzt Restaurants, das sind jetzt Hotels, das sind Gebäude, wo jetzt Spielgeschäfte drin sind. Das ist geil, Alter. Digga, stell dir mal vor, da wo der Kern vom Atomkraftwerk ist, ein riesen Wasserbecken, haben die einen Pool draus gemacht oder so. Wie wild wäre das? Ja, oder so ein Aquarium wie hier in Berlin, da bei diesem Ding, wo man auch frühstücken kann. Ja, stimmt. Mit so gigantischen Riesenkois oder so, die alle so... Ja. Auf dem Kühlturm sieht man das, wo das den Disco ist und wo das Riesenrad steht. Die Gebäude werden benutzt und das Gelände wird benutzt. Stimmt. Chat sagt auch gerade, Next Level Upcycling. Ja. Und so sieht das Wunderland Kalka heute aus. Kommt mit und werft mit uns zuerst einen Blick in die Hotels. Ich feier ihn. Das haben die gerade original sich bei den Öffentlich-Rechtlichen abgeguckt, ne? Ja, das war hier. Einfach... Aber ist mega. Das war ZDF-Kunst gerade. Ich finde ihn super. Ja. Muck ist geil. Ja. Im ganzen Video. 6 Hotels, 435 Zimmer und rund 1000 Betten bietet der Hotelkomplex. Hier gibt es die Auswahl zwischen dem Hotel Plaza, Kernis Hotel, dem Familienhotel, Hotel Charlotte, Hotel Barbara und dem Hotel Rosalie. Kleiner Funfact am Rande, die letzten 3 Hotels wurden nach den Töchtern von Henry van der Most benannt. 430 Mitarbeiter kümmern sich hierbei um einen perfekten Aufenthalt im Erholungszentrum direkt am Rhein. Ich schwöre, die haben einfach 2 Hotels zu viel. Das eine Hotel haben sie noch gebaut, weil sie Kapazität brauchen und die anderen beiden Töchter waren dann einfach eifersüchtig. Ich will auch ein eigenes Hotel. Da musst du halt, musst da nachziehen, ist halt so. Die Zimmer sind alle mit einem Fernseher, einem Telefon sowie einem eigenen WC und einer Dusche ausgestattet. Für den Hunger gibt es im Wunderland Kalka natürlich auch die richtigen Anlaufstellen. 1225 Plätze in 3 Restaurants verteilt bieten dabei ausreichend Platz für die hungrigen Gäste. Im 1000 Platz starken Buffet-Restaurant findet wirklich jeder etwas für seinen Geschmack. Egal ob Frühstück oder eine Suppe zwischendurch. Hier verhungert keiner. Mittags haben die Gäste die Möglichkeit, kalte und warme Speisen im Lokal zu essen. Abends können die Besucher dann ein Dinnermenü genießen, welches sie vorher nach Lust und Laune zusammengestellt. Jetzt will ich aber auch ein paar Fahrgeschäfte aber sehen, mal, Alter. Ist das eine Reportage oder ist das ein Werbefilm? Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Naja, ist ja Rideout.de. Ich würde jetzt denken, ist eine Seite für Freizeitparks, dass die auch ein bisschen Vergnügungspark zeigen jetzt gleich mal hier. Ja. Leckere Steaks können die Besucher im Steakhouse zu günstigen Preisen erwerben. Liest du original von der Webseite gerade ab. 125 Plätze bieten dabei Platz für viele hungrige Steakliebhaber. Burger, die gibt es hier auch. Im Grand Café kann man sich seinen eigenen Burger nach Lust und Laune zusammenstellen. Kaffee und Kuchen, die gibt es natürlich auch. Für 7 Euro kann man eine Stunde Kaffee und Kuchen essen. Digga, wer kauft denn Kaffee und Kuchen, wenn ihr eine Pommes Flatrate habt? Zusätzlich zum Hotel Moment, und Restaurant. Ich zahle 7 Euro und habe dann eine Stunde Zeit, so viel Kaffee und Kuchen in mich reinzuzimmern, wie nur geht. Digga, was ist los mit deren Konzept? Das ist wahrscheinlich nicht nur Pommes, die aus dem Krankenhaus kommen. Ich mach die aber sind, pleite an Kaffee, Alter. Ja, sind die pleite? Ich glaub nicht. Keine Ahnung. Wenn Paul vorbei. Ey, habt ihr mal Pizza Syndicate gespielt?
den zweiten Teil. Oh, da war das ja auch so, dass du, es gab so, in deiner Stadt gab es so drei oder vier, wie hießen die nochmal? Irgendwie, oh, danke, Alter, für Olito. 10.000 Bits. Digga, dankeschön. Lul, dankeschön, Alter. Alter. Da gab es so, wie hießen die, ich weiß es nicht mehr, es waren so extrem breite Menschen und wenn die sich in ein Restaurant gesetzt haben, dann war so Jackpot, weil die haben dann einfach so 200 Pizzen bestellt und sind drei Tage geblieben. So stelle ich mir Paul gerade bei dem Kuchenbuffet vor. Fatmans waren das, ganz genau. Stimmt, so hießen die. Ich hänge immer noch an Olli to Super Deluxe. Der Name ist ja mal Programm, Alter. Yes. Vielen Dank. Yes. Im Betrieb finden durstige Besucher in der Kneipenstraße definitiv die richtige Location, um einen stimmungsvollen Abend ausklingen zu lassen. In insgesamt 7 verschiedenen Bars können den Besucher von der typischen Hotelbar über den Weinkeller bis hin zum Western Saloon die unterschiedlichsten Drinks testen. Das Tanzbein können die Besucher natürlich auch in der richtigen Location schwingen. Für alle sportlich Aktiven finden sich hier auf dem Gelände des Wunderland Kalkas natürlich auch die richtigen Anlaufstellen. Bowling, Kegeln oder Minigolf. Kegeln! Hier ist Spaß und Ehrgeiz vorprogrammiert. Für alle Volleyball... Ich hab doch gesagt, das bin ich am Sonntag. Ich wollte natürlich darauf hinaus. Natürlich, Freunde, 24.07. unser Kegel-Event live auf twitch.tv/Dr. Freud. Nicht verpassen! 15.30 Uhr geht's los. So nämlich. Basketball- oder Fußballfans finden sich hier natürlich auch die richtigen Plätze. LOL, Alter. Wild. Sieht alles so ein bisschen auch atomkraftwerkig aus. Neben den Hotels, Restaurants, Bars und sonstigen Aktivitäten gibt es... Ich muss ganz oft an so Call of Duty Maps denken, bei den Bildern, die ich da sehe. Ja, stimmt, du hast völlig recht, das wäre voll gut. Das wäre mega die Counter-Strike-Map auch, ja. Gibt es hier auf dem Gelände des Wunderland Kalkas natürlich auch den Familienfreizeitpark Kernis Familienpark. Circa 40 Attraktionen, die sich genau an Jungfamilien richten, bieten hier den richtigen Spaß. LOL, über dem Turm oder was? Nee. Jawoll. Digga, was? Es gibt einen Ballenbach. Es gibt Hüpfkissen. Ballenbach? Aber es gibt auch eine Kartbahn. Es gibt auch Go-Karts fahren. Es gibt auch Balloons, Ballonrace. Es gibt Riesenräder. Es gibt eine Achterbahn. Es gibt eine Wasserbahn. Es gibt ein ganzes Gelände, wo kleinere Kinder von 3 bis 5, 6 schöne kleine Fahrgeschäfte haben. Also dafür ist es auch sehr geeignet. Es gibt natürlich unseren Vertical Swing in den Kühlturm. Lol, das ist in dem Turm? Ja, Mann. Ja, mega. Digga, oder? Die Akustik da drin muss halt richtig insane sein, ne? Wenn die schreien alle. Alter. Ja. Highlight. Es gibt abstürzen. Jungle Town. Es gibt das Atlantis. Ist halt, das ist halt sick. Es gibt insgesamt, glaube ich, 40 Sachen, wo Kinder mitspielen können oder inspielen können. Und es gibt natürlich unsere tolle Beachbar zum Beispiel. Chat, die Pizza, die meisten alle der Pizza 40 Attraktionen des Familienparks stammen aus dem Hause Zamperla. Ja. Krass. Hier wurde beim Bau des Parks eine Kooperation geschlossen, um möglichst viele Fahrgeschäfte nach Kalkar zu holen. Einen wirklichen Klassiker können die Besucher im Pirat erleben. Ein großes, detailreiches Piratenschiff schwingt ihr hin und her und bereitet das weit beliebte Schiffschaukelgefühl mit ordentlich Airtime. Aber das kennt man doch, oder? Also das ist für mich so ein absoluter die Klassiker eigentlich. Ja, die Schiffschaukel, richtiger Klassiker. Habe ich mich nie getraut. Ja, definitiv. Habe ich mich nie getraut einzusteigen früher als Kind. Echt nicht? Nee, ich habe immer Schiss davor gehabt als Kind. Ah. Wollte nie rein. Ich habe immer Angst gehabt, dass ich oben rausfalle. Tatsächlich. Ey, bei mir war das so komplett umgekehrt. Ich war als Kind, war mir alles egal. Ich bin überall runtergesprungen, überall rein. Ich habe alles mitgemacht. Und jetzt sehe ich den Tod hinter jeder Ecke. Ja, das ist wirklich so. Eine andere Attraktion mit dem Thema Wasser ist der Huskondor Atlantis. Das ist krass. Die 2015 eröffnete Attraktion kann bereits ab einer Körpergröße von 1,30 Meter gefahren werden. Mit viel Action geht's weiter. Alter, in der Attraktion Teacup werden die Besucher wild hin und her geschleudert. Das ist das Schlimmste, für alle, was gibt, ne? Für die große Variante noch zu viel ist, ach komm, geht es ich in Mini-Teacups gemächlicher. Breakdance ist schlimm, aber sich drehende Tassen sind einfach der Tod. Wenn du kotzen willst, let's go rein da. Dazu. Einzigartig ist auch das Museum zum ehemaligen Atomkraftwerk auf dem Gelände. Im Brüter-Museum erfahren die Besucher alle Informationen rund um das Werk. Seinen Gedanken freien Lauf lassen können die Gäste von Kernis Familienpark in Disco. In dieser Attraktion ist Fahrspaß vorprogrammiert. Was ist das denn? Mit einer atemberaubenden Aussicht geht es hier auf einer U-förmigen Schiene hin und her. Definitiv noch wilder geht es bei der Achterbahn herum. Habe ich ja noch nie gesehen, so ein Fahrgeschäft. Flo? Ich fand das ganz... Hast du das schon mal gesehen? Schiene hin und her.
Definitiv noch schöner geht es bei der Achterbahn. In dem als zugestalteten Wagen rast die Achterbahn vorbei an der Wildwasserbahn. Aber der so Power Coaster von Zamperla fährt mehrere Runden und ist eine Achterbahn für die komplette Familie. Für den Hunger zwischendurch gibt es natürlich auch in Kernis Familienpark die perfekten Anlaufstellen. Das Ganze passiert hier durch ein All-Inclusive-Food-Konzept. Ja, das Geile ist ein bisschen wie... ist ein bisschen die abgeschwächte Version von einem Fahrschulauto. Also du kannst deinem Kind das Gefühl geben, so zu lenken und so. Kannst aber nicht. Und das Lenkrad ist halt nicht mit irgendeinem Gestänge verbunden, sondern lässt sich einfach nur drehen. Wild. Ist total geil für so Dreijährige einfach, die sich sonst legit totfahren, weil das waren Benzin-Go-Karts. Ja, das stimmt. Die hämmern halt richtig los. Aber da hier bei diesem Tierpark gibt es so ganz, ganz kleine, für so kleine Kinder, die sind auch sweet. Da, wo wir mal zusammen hin müssen. Ich immer vergessen, wo der Germdorf, Germ oder so. Als Eintrittskarte. Ja. Man zahlt den Betrag und anschließend hat man alles all-inclusive. Inklusiv die Fahrgeschäfte natürlich, aber auch inklusiv Eis, Pommes, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Kakao und bestimmte Säfte hat man all-inclusive. Wo in Deutschland gibt es sowas, dass du mit dem Eintrittsgeld Pommes, Eis, Softgetränke, Flatrate hast? Das ist... Finde ich halt auch echt ein bisschen wild, Alter. Das finde ich krass. Ich meine, klar, es gibt's da, aber wo noch? Nirgends, ne? Aber das finde ich dann echt fair. Ich weiß jetzt nicht, was eine Karte kostet allerdings. Wenn die 200 Euro kostet, dann denke ich mir halt so, aber krass. Inclusive. Man, normal gesprochen darf man das selber zapfen und man darf selber seinen Pommes zusammenstellen. Wenn du sagst, ich möchte 5 Pommes essen, isst man 5 Pommes. Wenn man sagt, mit 2 bin ich schon zufrieden, dann kriegt man 2. Wir wollen nicht zu viel Arbeit haben, es muss schnell gehen, es muss durchgehend sein, weil wir auch einen sehr attraktiven Preis bieten wollen natürlich für die Gäste. Haben gesagt, wie können wir das am besten machen? Aber wenig Personalkosten, keine Kontrolle von Geldströmen, keine Kontrolle von Vorrat. Nee, alles ist sowieso inklusiv, also das war schon etwas. Und wir wollten gerne haben, dass der Gast sich hier total entspannt fühlt. Ganz viele schreiben, zwischen 30 und 40 Euro kostet Eintritt. Also habe ich jetzt ein paar Mal gelesen. Ja, ich bin gerade bei dem Versuch, auf die Website zu gehen, was erstaunlich lange lädt. Ja, das könnte vielleicht mit uns zusammenhängen. Ja. 37,50 sagt einer. Aber das ist dann krass. Alle Fahrgeschäfte, Softgetränke, Pommes, Eis, Flatrate. Ja. Also das ist extrem fair. Muss mir mal wirklich krasse Props dafür, wirklich. Boah. Der Gast, der hier hinkommt, weiß, ich habe einmal einen bestimmten Betrag bezahlt und dann ist es auch fertig. Dann ist alles all-inclusive. Wir sind damit zufrieden als Unternehmer und der Gast ist damit sehr zufrieden. Und das ist uns auch natürlich wichtig, dass der Gast zufrieden ist. Das ist echt krass. Das ist nice. Das ist so dieses Konzept, ich will nur auf plus minus null rauskommen, ist mir egal, ich bin eh reich. Der macht das, weil er Bock drauf hat, ne? Bei all diesen tollen Angeboten im Wunderland Kalka haben wir uns gefragt, ob wirklich für alle Freude aufkommt. Kann jemand, der im Rollstuhl sitzt, die Achterbahn hinter mir nutzen? Wir haben herausgefunden, nein. Unter menschenverachtenden Bedingungen wird hier Kinderarbeit großgeschrieben. Das wäre zu krass, wenn jetzt so ein übelst starker Turn einfach kommt. Das haben wir den Geschäftsführer gefragt. Es gibt, wenn es gut ist, nirgendwo Stufen. Kollegen oder Gäste, die ein Problem haben und in Rollstühle sitzen oder auch ein psychisches Problem haben, können sich vorher bei uns anmelden. Kriegt man eigentlich einen kleinen Pass mit und wird man, darf man als Erste in die Fahrgeschäfte, wird man geholfen mit bestimmten Fahrgeschäften. Leider gibt es auch bestimmte Fahrgeschäfte, wo man, wenn man eine bestimmte Behinderungen hat, also nur am Rollstuhl sitzt, kann man die nicht benutzen. Leider ist das so. Zum Beispiel zum Dach oben haben wir einen Fahrstuhl gebaut. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich habe einen Rollstuhl und möchte gerne im Vertical Swing, ja, da ist wieder kein Aufzug. Also da haben wir wohl ein Problem. Das sind hier und da ein paar kleine Probleme, aber ich denke im Allgemeinen, dass wir das relativ gut gelöst haben durch alle Stufen, weil es natürlich nicht etwas Neues was gebaut ist. Es war ein bestehendes Gebäude, war eine bestehende Straße und die haben wir alle angepasst und geeignet gemacht für barrierefrei. Der Behinderte bezahlt voll und sein Begleiter kriegt die Hälfte vom Preis. Wenn wir sagen, wir wollen da auch nicht, wird schnell gesprochen über Diskrimination oder was, und dann sagen wir, okay, dann bezahlt er voll, aber meistens sind da Begleiter dabei und die zahlen dann die Hälfte vom Preis. Haben Sie vor, die Barrierefreiheit im Park weiter auszubauen? Ja, da muss. Das ist sowieso, das ist ein Muss. Wir sehen alles, was sich da heutzutage ändert in unserer Gesellschaft. Krass, aber wie ihr hören könnt, ich bin Holländer, wir sind da schon eigentlich. Ich will da hin und den drücken gerade. Das ist absurd, ne? Das ist wirklich absurd. Ich bin ein riesen Fan gerade. Ganz frei drin, ganz locker gehen wir damit um. Also jeder ist herzlich willkommen und das ist ein Punkt, wo wir deutlich weiter daran arbeiten können und was wir auch müssen. Aber eigentlich muss das überhaupt keine Diskussion mehr sein, dass man da noch Anpassungen machen muss, finde ich ehrlich gesagt. Unser Fazit zur Barrierefreiheit:
Der Park achtet wirklich auf Barrierefreiheit. Wie ihr gerade im Interview gehört habt, werden einige Dinge noch umgebaut bzw. sind schon umgebaut. Also ein Besuch, zum Beispiel für Rollstuhlfahrer, lohnt sich auch im Wunderland Kalka. Ein weiterer Geschäftsbereich des Wunderlands ist die Messe Kalka. Hier bietet das Unternehmen Platz für die unterschiedlichsten Fach- und Endverbrauchermessen an. Geil, das heißt, wir können da hinfahren und sagen, wir machen da eine Besprechung und können das komplett von der Steuer absetzen. Nice. Let's fucking go. Ey, also eine Sache muss ich zu Rideout sagen. Der Shot mit der Lobby, dem Lobby-Schild und der Shot für diesen Teich mit den Seerosen, die sind mir zu oft drin. Da hatte der Cutter dann echt Probleme mit Material, Alter. Ja. Wow, bereits jetzt wird hier im Wunderland schon so einiges geboten. Wow. Wir haben uns noch einmal mit dem Geschäftsführer zusammengesetzt und gefragt, wie die Zukunft des Wunderlands aussieht. Zukunftspläne haben wir sehr viel. Wir wollen unsere Hotelzimmer weiter renovieren, müssen unser Restaurant weiter renovieren. Und was für uns wichtig ist, da hinten ist der großen Klotzen, da der gelbe. Da kommt eine sehr riesige Halle, steht da noch, und da möchten wir gerne eine Indoor-Spielstadt machen, wo Kinder selber spielen können, wo keine Fahrgeschäfte sind, aber wo Kinder lernen, um zu schreinen, um zu mauern, um mit Elektrizität umzugehen, um zu anzustreichen, all diese Sachen. Wie sympathisch Wasser, willst du sein? Wasserrohre geil etwas machen können, echt ein Spielpark, wo Kinder selber etwas tun können. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein neues Riesenrad kommen wird zum Beispiel oder eine große Achterbahn oder was noch, solche Sachen, dass es in Zukunft auch wieder kommt. Aber im Moment sind da nicht direkt Pläne, aber das muss natürlich wohl. Der Park muss jedes Jahr eigentlich etwas Neues haben. Wo wir wohl sehr zufrieden mit sind, das ist unserem Zirkus, das wir jetzt für das vierte Jahr stehen haben. Der Zirkus kommt sehr gut an, ist ein Familienzirkus, macht 2 oder 3 Vorstellungen pro Tag. Nur eine halbe Stunde, aber ist sehr lebhaft gemacht von der Familie Zinnecker, Zirkus Maximum. Und man sieht auch, dass das auch so etwas kommt, auch sehr gut an. Alter, Community-Treffen da. Ja. Da. Ich muss mal gerade fragen, genug Zirkus. Hotels sind da. Zirkus Maximum waren die, wo keine Tiere sind, sondern nur so Akrobaten, oder? Weiß das jemand? Zirkus Maximus war der Gladiatoren-Zirkus in Rom. Hat er gerade gesagt, dass die so hießen hier? Ich weiß es nicht. Alright. Nach einem erfolgreichen Tag hier im Wunderland Kalka können wir als unser Fazit sagen, dass gerade der Freizeitpark sich wirklich für Jungfamilien lohnt. Zusammen mit dem All-Inclusive-Konzept bietet der Freizeitpark mit den Hotels ein Rundum-Paket. Der Freizeitpark bietet unglaublich viele unterschiedliche Attraktionen für die komplette Familie. Wir können nur sagen, besucht das Wunderland, denn es ist hier wirklich super schön. Wenn euch die Reportage zusammen mit dem Interview gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, es wird sich lohnen. Hier werden noch einige spannende Interviews kommen. Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, wir sehen uns auf der Website. Alter. Ganz klare 3 Punkte. Ja, wir. Können wir das bitte zusammen machen? Punkt. Was? Wir geben diesem Video. 3 Punkte. Wir haben das doch vorher zusammen geübt. Hat mir gefallen. Wir haben das besprochen. Chat gibt auch 3. Chat gibt auch 3. Schön. Hey. Freunde, ey, wenn euch so eine Videos gefallen, ja, wir haben uns jetzt schon ein paar Freizeitparks in Deutschland angeguckt, werden wir in Sicherheit auch noch weiter ausbauen, ja, bis wir mal vielleicht alle endlich mitbekommen haben, von denen wir nichts wissen. Wir haben uns zum Beispiel auch einen in Tripsel angeschaut. Das dürften viele von euch kennen, wohl sehr bekannt. Uns war nicht bekannt, haben ein Video zugemacht. Könnt ihr euch jetzt direkt im Anschluss anschauen? Bis gleich. Bis gleich.